Markus Reisner hat sich zum Frontverlauf in der Ukraine und zum, ja, dazu geäußert, wie der Krieg gerade für die Ukraine läuft. Und so viel kann ich schon mal vorweg sagen, es läuft nicht gut. Die Ukraine hat vor kurzem die wichtige Stadt Avdiivka verloren, eine sehr gut ausgebaute Festung, die sie seit 2014 gehalten hat. Und jetzt bekommt die Ukraine langsam Probleme, diesen Frontabschnitt noch weiter zu halten. Aber wie gesagt, lassen wir Markus Reisner, den Experten, reden. Am kritischsten ist die Situation momentan westlich von Avdiivka, wo die Ukraine versucht, zum Teil auch jetzt durch Eliteeinheiten, die sie quasi in die Front verlegt, darum auch der Einsatz von diesen Abrams-Panzern zum Beispiel, auf jeden Fall zu verhindern, dass es den Russen gelingt, durchzubrechen. Und die Russen haben natürlich hier einen Zeitfaktor, der wesentlich ist. Das ist das Eintreten der zweiten Rasputiza, der nächsten Schlammperiode. Und man darf nicht vergessen, die Wahlen, die in Russland jetzt dann beginnen, mit Mitte März, wo man natürlich dann Ergebnisse haben möchte, um entsprechend dem Präsidenten einen entsprechenden Push zu verschaffen. Also, ihr habt es gerade gehört, die Ukraine setzt Eliteeinheiten ein, um den Frontverlauf zu stabilisieren. Es sieht nicht gut aus. Die nächste Frage: Reichen die hinteren Verteidigungsanlagen, um einen möglichen russischen Durchbruch abzufangen? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich meine, die Lage hat sich in Avdiivka ja schon seit längerem zugespitzt. Die Ukraine hätte also damit rechnen können, dass Russland da durchbricht. Also ist ja interessant, inwieweit die Ukraine da was vorbereitet hat. Danke an dieser Stelle für den Raid. Wer hat mich denn hier geradet? Proletopia? Oh, Proletopia. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir reagieren hier gerade auf Markus Reisner, der die Fragen von NTV beantwortet. Wir sehen zwar, dass es nicht weniger Anlagen entstanden sind in den letzten Monaten und auch jetzt zurzeit ganz massiv weitere Verstärkungen passieren. Aber die Frage ist natürlich, ob das quasi wirklich vollumfänglich passiert ist und ob es nicht Lücken gibt, durch die man durchstoßen kann. Die Ukrainer versuchen jetzt, diese Lücken zu schließen im Wesentlichen. Das erkennt man auch auf den Satellitenaufnahmen. Aber natürlich, wenn es tatsächlich einer größeren Formation gelingen sollte, durchzubrechen, kann es sein, dass die also quasi weiter in die Tiefe stößt. Ja. Ist es wahrscheinlich? Im Moment noch nicht, weil wir noch nicht erkennen, dass irgendwo die Front wirklich nachgibt. Das wäre nur dann der Fall, wenn wirklich es dazu kommt, dass an einer Stelle der Front es zu einem Nachgeben kommt und eine Art Dominoeffekt passiert. Das ist nichts Neues. Die Kriegsgeschichte ist voller Beispiele, wo so etwas passiert ist. Der Erste, der Zweite Weltkrieg. Es geht also immer um diesen Kampf bis zu diesem Moment, wo es eben zu einem Durchbruch kommt und das kann dann relativ schnell gehen. Das war ja auch genau das, was die Ukraine letztes Jahr intendiert hat, wie sie quasi die russischen Stellungen angegriffen hat, was aber dann faktisch nicht passiert ist. Boah, wie viel Wahrheit steckt hinter den Äußerungen des Papstes zu Friedensverhandlungen? Das ist natürlich eine selten dämliche Frage. Ich meine, was heißt Wahrheit? Das ist eine also bewegt sich meistens auf einer deskriptiven Ebene. Er gibt nicht mal unbedingt Empfehlungen ab, sondern er beschreibt einfach die Situation erstmal als neutraler Beobachter. Und ja, jetzt soll er diese Forderung des Papstes hier nach Frieden bewerten. Da bin ich gespannt, was er darauf sagt. Aber das, ja, allein die Fragestellung sollte man, ja, wie gesagt, die ist so nicht ganz gut. Er hat im Prinzip das zusammengefasst, was Sie auch vor allem in den amerikanischen oder englischsprachigen Medien lesen, nämlich den Umstand, dass wenn es nicht zu einer signifikanten weiteren Unterstützung der Ukraine kommt, Markus Reisner bewegt sich weiter auf der deskriptiven Ebene. Der Papst hatte recht, ja. Also, ja, auf der faktischen Ebene hat der Papst natürlich recht. Also, wie man jetzt zu dieser Forderung steht, ist völlig egal. Der Krieg läuft nicht gut für die Ukraine und wenn sie es nicht schafft, neue große Truppenkontingente zu mobilisieren, dann wird sie einen sehr schmerzhaften Kompromissfrieden oder sogar eine Niederlage hinnehmen müssen. Und betrachtend den Umstand, dass die Ukraine selbst kaum in der Lage ist, das, was sie brauchen würde, an Ressourcen selbst zu fertigen, dass dann tatsächlich eine Situation entsteht, die dazu führt, dass die Ukraine gezwungen sein kann, tatsächlich nicht nur in die Defensive zu gehen, sondern auch zu verhandeln.
selbst wenn der Gegner das nicht möchte und selbst wenn wir wissen, dass die Russen eigentlich in dem Moment, und das haben wir auch erkannt, davon überzeugt sind, dass sie jetzt genau die Ziele erreichen können, die sie sich vorgenommen haben. Wie wird sich der Ukraine-Krieg in Ihrer Wahrnehmung in nächster Zeit entwickeln? Okay, das ist eine gute Frage. Ich schließe mich der Bewertung an, die wir, wie gesagt, auch in den englischsprachigen Medien vor allem lesen. Und das ist jener, dass wenn es nicht zu einer signifikanten Unterstützung der Ukraine kommt, es bis zum Sommer passieren kann, dass die Russen tatsächlich einen massiven Durchbruch erreichen, der möglicherweise im schlimmsten Fall erst am Dnepr gestoppt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit hängt eindeutig von der Unterstützungsleistung des Westens ab. Das ist auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite natürlich die Europäische Union. Und man kann das auch ganz klar festmachen an einzelnen Systemen oder Munitionssorten. Denken Sie zum Beispiel an die Artilleriemunition. Hier wissen wir, dass die Russen bis Ende des Jahres vermutlich wieder 2 Millionen Stück Artilleriegranaten fertigen können, plus circa 3 Millionen, die aus Nordkorea hinzugeliefert werden. Das heißt, wir haben also hier ein Potenzial von 5 Millionen Artilleriegranaten vom Kaliber 152 und 122 Millimeter. Auf der anderen Seite die Europäische Union und die USA, die immer noch Schwierigkeiten haben, die Munitionsmengen sicherzustellen. Hier gibt es zwar einige Initiativen, wie zum Beispiel diese 800.000 Schuss, die von den Tschechen quasi hier entsprechend versucht werden zu organisieren. Aber wir haben also hier im besten Fall eine Produktionsrate von ca. 2 bis 2,4 Millionen Europäer und Amerikaner gemeinsam. Und das ist eine niedrigere Zahl als das, was Russland aufbringt, um ca. 50%. Die Frage ist, reicht dann das, um der Ukraine die Voraussetzungen zu geben, durchzuhalten oder nicht? Und über allem schwebt natürlich die Wahl im November und der Ausgang dieser Wahl, der möglicherweise dann tatsächlich entscheidet, ob die Unterstützung vor allem der USA für die Ukraine nachlässt oder nicht. Oder im schlimmsten Fall die Ukraine ein Problem der Europäer wird und die Europäer dann im Prinzip entscheiden müssen, wie sie weitermachen. Nur so, wie sie es jetzt getan haben, aus den bestehenden Arsenalen und mit den bestehenden Produktionsraten, mit dem wird man nicht das Auslangen finden im Anbetracht dessen, was die Ukraine braucht. Ja, die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren und sollte schnellstmöglich einen Kompromissfrieden schließen. Es ist das, was ja eigentlich alle Experten, die sich beschäftigen, schon seit über einem Jahr sagen. Aber es, ja, das Sterben geht weiter. Die Kriegstreiber auf beiden Seiten setzen sich aktuell noch durch. Und gerade für die Ukraine könnte das ein katastrophales Ende nehmen. Ihr seht, die Lage verschlechtert sich immer weiter. Markus Reisner hat da auch in den letzten 2 Jahren immer gesagt, dieser Krieg wird noch lange dauern. Mittlerweile redet er in jedem Auftritt fast von einem drohenden russischen Frontdurchbruch. Die Lage für die Ukraine, die scheint also wirklich dramatisch zu sein. Und bei Markus Reisner, da muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, so neutral seine Analysen auch sein mögen, er ist beim österreichischen Bundesheer, ist also tendenziell auf der Seite der Ukraine, da Österreich auch ein Land ist, was sich beispielsweise am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt, was in diesem Konflikt also eine ganz klare Position einnimmt. Aber nichtsdestoweniger finde ich es bemerkenswert, zu welchen Äußerungen hochrangige österreichische Beamte fähig sind, kann mir sowas in Deutschland ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja, die Lage sieht schlecht aus, mehr kann ich für dieses Video leider nicht sagen.